Der japanische AKW-Betreiber TEPCO hat ein neues, spektakuläres Video ins Internet gestellt. Die Amateurbilder zeigen den Moment, als am 11. März der gewaltige Tsunami auf das Atomkraftwerk Fukushima trifft. Bis zu 15 Meter hoch war diese Riesenwelle. Die Schutzmauern um das Kernkraftwerk wiederum seien nur für Tsunamiwellen von bis zu 5,70 Meter ausgelegt gewesen.